Siegfried Rauch. Er wurde am 2. April 1932 in Landsberg am Lech geboren. Deutscher Film- und Theaterschauspieler. Ab 2007 spielte er als Dr. Roman Melchinger in der ZDF-Serie Der Bergdoktor eine tragende Rolle. Im Jahr 2015 war er zum beliebtesten Schauspieler und zum beliebtesten Arzt im Fernsehen gewählt worden. Rauch war auch als Sänger aktiv, die Tätigkeit gab er zugunsten der Schauspielerei auf. Er wirkte an über 500 Filmen und Serien mit und wurde vor allem durch die Fernsehserien Es muss nicht immer Kaviar sein, Die glückliche Familie, Das Traumschiff und Der Bergdoktor bekannt. Rauch war seit 1964 mit seiner Frau Karin verheiratet. Insgesamt 62 Jahre waren die Rauchs ein Paar, haben zwei Söhne gemeinsam großgezogen. Siegfried Rauch starb am 11. März 2018 im Alter von 85 Jahren an Herzversagen und findet seine letzte Ruhe auf dem Dorffriedhof in seinem Heimatort Untersöchering. Klaus Wildbolz. Klaus Wildbolz, dessen Familie Schweizer Wurzeln hat, wurde am 25. August 1937 in Wien geboren. Schweizer Schauspieler. Nach einem Studium am renommierten Reinhardt-Seminar ging er zum Theater. Seine Berufung fand der Schauspieler aber schnell im Fernsehen. Klaus Wildbolz war über Jahrzehnte aus deutschsprachigen Filmproduktionen nicht wegzudenken. Er hatte viele Fernsehserienhauptrollen. Wildbolz war vor allem für seine Rollen in Schlosshotel Ort, Der Bergdoktor und Hotel Paradies bekannt. 2008 verstarb seine Frau Barbara an Krebs. Es war ein schwerer Schlag für ihn. Nadine von Föhren war es, die ihn damals, 6 Monate nach dem tragischen Verlust, eine Verlobung mit der 41 Jahre jüngeren Hamburgerin legte er später aber wieder auf Eis. Klaus Wildbolz starb am 4. Januar 2017 nach kurzer Krankheit in Wien. Sein ehrenhalber gewidmetes Grab befindet sich auf dem Hietzinger Friedhof in Wien. Margot Mahler. Sie wurde am 24. September 1948 in Straubing geboren. Deutsche Schauspielerin, bayerische Volksschauspielerin. Mahlers Filmkarriere begann Ende der 1960er Jahre mit Nebenrollen in seichten Komödien. Zunehmend trat sie im erfolgreichen Komödienstadel des Bayerischen Rundfunks auf und in zahlreichen Fernsehserien. Margot Mahler war bekannt für ihre naiv-kindliche Ausdrucksweise und ihr schrilles Organ. Sie war bis zu ihrem Tod mit dem Musiker Dieter von Dieringshofen verheiratet. Margot Mahler starb am 27. September 1997 im Alter von 52 Jahren an einer Krebserkrankung und wurde auf dem Neuen Südfriedhof in München beigesetzt. Walter Reier. Er wurde am 4. September 1922 im österreichischen Hall in Tirol geboren. Österreichischer Kammerschauspieler und Filmschauspieler. Walter Reier studierte zunächst Medizin. Dann nahm er Schauspielunterricht und war als Rundfunksprecher bei Radio Innsbruck tätig. Walter Reier wurde durch Literaturverfilmungen und Fernsehspiele bekannt. Er war 4-mal verheiratet, aus der Liebesverbindung mit Käthe Lentsch stammt ein Sohn, aus der Ehe mit Erika Remberg eine Tochter. Aus der Ehe mit seiner dritten Frau Claudia stammen 4 Kinder, darunter die Tochter Cordula, die in Amerika als Model arbeitete. Walter Reier starb im Herbst 1999 im Alter von 77 Jahren. Er wurde am 17. September 1999 in einem ehrenhalber gewidmeten Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Winnie Markus. Sie wuchs in Prag. Winnie Markus zog mit 16 Jahren nach Wien. Deutsche Filmschauspielerin. In den 50er und 60er Jahren war Markus eine der gefragtesten und beliebtesten Filmschauspielerinnen, galt sie als Inbegriff gediegener Fraulichkeit. Mit einer einzigartigen Mischung von bürgerlicher Sittenstrenge und weiblichem Charme zog die blonde Schauspielerin über Jahrzehnte hinweg das Publikum in ihren Bann. Nach ihrer zweiten Heirat mit einem bayerischen Unternehmer zog sich die beliebte Schauspielerin 1960 von Bühne und Film zurück. Ihre späte Bekanntheit verdankt sie Fernsehserien wie 2 Münchner in Hamburg oder Der Bergdoktor.
Winnie Markus starb am 8. März 2002 im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung und wurde auf dem Friedhof von Tegernsee neben ihrem Gatten beigesetzt. Gerhard Riedmann. Riedmann wurde am 24. März 1925 in Wien geboren. Österreichischer Schauspieler. In zahlreichen Operettenfilmen und Heimatfilmen der 1950er Jahre war Riedmann als unwiderstehlicher Charmeur der Hauptdarsteller, wobei er häufig sein gesangliches Können zeigte. In den 60er Jahren wurde Riedmann vor allem Fernsehschauspieler. Der beliebte Schauspieler und Vater von 6 Kindern starb am 9. Februar 2004 im Alter von 78 Jahren in der Gemeinde Kematen in Tirol. Dort befindet sich auch sein Grab. Maxl Graf. Er wurde am 25. September 1933 in München geboren. Deutscher Volksschauspieler und Sänger. Mit 27 Jahren hatte Graf dann im Komödienstadel seinen Durchbruch als Schauspieler mit der Rolle des Juliander Haldenegge in dem Lustspiel Die drei Eisbären. In seinen Rollen verkörperte er das charmante Schlitzohr mit Herz. Eine seiner letzten Rollen war die eines Gendarmen in der Arztserie Der Bergdoktor. In den 1970er Jahren moderierte er zusammen die Sendereihe Lustige Musikanten im ZDF. Der Volksschauspieler erlag am 18. März 1996 im Klinikum Großhadern mit nur 62 Jahren seinem Leberkrebsleiden. Der Künstler war mit Olga Georgine verheiratet und hinterließ Sohn Maximilian sowie Tochter Christine. Rolf Kastell. Kastell wurde am 28. Mai 1921 in München geboren. Deutscher Schauspieler, Autor und Regisseur. So spielte er als Kriminalrat Schubert an der Seite von Helmut Fischer in der Krimireihe Tatort und in vielen Stücken des Komödienstadels. Kastell starb am 3. August 2012 im Alter von 91 Jahren. Er ruht auf dem Bogenhausener Friedhof in München. Herbert Fuchs. Er wurde am 25. März 1927 in Hallein geboren und wuchs in Salzburg auf. Österreichischer Schauspieler und Politiker. Trat der Österreicher Herbert Fuchs in zahllosen Filmen und Fernsehserien auf, in denen er dank seiner markanten Mimik gerne für skurrile Nebenfiguren und Bösewichter besetzt wurde. Sein charaktervolles Gesicht hat fast jeder schon gesehen. Der Schauspieler starb am 13. März 2007 nach schwerer Krankheit in Zürich. Georg Marischka. Er wurde am 29. Juni 1922 in Wien geboren. Er war der Sohn des Schauspielers, Sängers, Regisseurs und Drehbuchautors Hubert Marischka. Österreichischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor bei Film und Fernsehen. In deutschen wie in internationalen Produktionen spielte er oft hartherzige, taffe Geschäftsleute oder hohe Chargen von Wirtschaft, Polizei und Justiz. Marischka hatte 3 Kinder, Radiomoderatorin Juliette Marischka, Schauspielerin Nicole Marischka und Caroline. Georg Marischka starb am 9. August 1999 im Alter von 77 Jahren nach längerer Krankheit. Gernot Duda. Deutscher Synchronsprecher sowie Theater- und Filmschauspieler. Bekannt wurde Duda durch Nebenrollen in Hunderten von Fernsehproduktionen. Meist waren es die prägnanten Nebenfiguren, die für die Handlung unerlässlich sind und denen er mit seinem intensiven Spiel stets einen nachhaltigen Eindruck verlieh. Gernot Duda starb am 18. Dezember 2004 in München im Alter von 76 Jahren. Sohn Alexander Duda sowie Tochter Solveig Duda traten in die Fußstapfen ihres Vaters und haben sich inzwischen einen Namen als renommierte Schauspieler gemacht.